Und als nächstes sehen wir IUD King. Gegen schauen wir mal nach, gegen Nikki. Oh. Jetzt sehen wir richtigen Jank. Donkey Kong gegen Icy's. Gegen Ice Climbers. Das, uiuiui, weiß ich ja nicht. Matchups, die man nicht so häufig sieht. Schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Moin Marcel. Oder Masel. Ich bin Servus. Was geht? Die Österreicher sind im Chat. So muss das. So wollen wir das. So. Weitere Upsets haben wir bisher nicht. Wir hauen mit dem Chat. So, was erwarten wir aus diesem Set? Wahrscheinlich Handoffs? Würde ich jetzt mal sagen, ja. Jetzt mal ohne... Weiß ich auch nicht. Aber ich würde schon Handoffs erwarten. Ich würde schon sagen, außer Nikki... Nikis Controller hört einfach im Set auf zu funktionieren. Würde ich schon sagen, dass Nikki der Favorite ist. Was wird IUD King machen? Up-Air? Back-Air? Back-Air wahrscheinlich auch, ja. Sehr viel Back-Air. Ich erwarte sehr viel Up-Air. Aber das Problem ist, Donkey Kong ist ja so wahnsinnig, eben seine Abwehr ist ja so wahnsinnig gut. Also eigentlich möchte er den Charakter, seinen Gegner immer über sich haben. Ja. Das Problem ist nur, ich glaube, es gibt keinen Charakter, der weniger in der Luft ist als Ice Climbers. Die sind durchgehend am Boden. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da bin ich jetzt echt gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Das wird sich auf jeden Fall aufgewärmt. Ja. Wird auch schon der erste Ledge Dash gemisst. Und das war's. Ja. Mit dem ersten gemissten Ledge Dash, das ist das Zeichen. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Fistbump. Die nächsten misse ich nicht mehr. Auf geht's, auf geht's. Und wir starten durch. Wir starten auf FOD. Das sieht man auch nicht so oft. FOD hat Starter Stage. Ja, das ist ein bisschen laggy gerade bei uns. Jo. Also vor allem irgendwie. Ich bin gespannt, wie IUD King versuchen wird, Nana zu killen. Und diese Situation werden wir, glaube ich, ein paar Mal jetzt erleben. Sehr wahrscheinlich schon. Das waren halt die Handoffs. Und der erste Stock ist... Boom, boom, auf dem Boden. Even Stevens da. Also, so schnell kann es gehen. Erstes Game hier, 3-3, ja. Aber... Also bisher spielen sie sehr viel auf der rechten Seite. Das stimmt. Aber nicht gemacht, eine crazy klare Stage-Seiten-Präferenz. Ja. Die Plattformen bisher, ich sehe nicht, dass sie irgendwas helfen. Vor allem IUD King nicht. Die Sache ist halt auch, Donkey Kong ist natürlich auch ein sehr großer Charakter und vergleichsweise einfach zu hitten. Sehr leicht zu hitten. Was ist der Gameplan? Ich schätze mal irgendwie viel Down-Air mit Edge-Cancels auf den Plattformen. Er wird halt gegrabbt und ich... Vielleicht sowas, so Grab into Instant-Throw, dass man halt da irgendwie was... Warum hat er ihn on-stage geworfen? Ich glaube, es war ein Missklick. Das kann sein. Er dachte sich nur so, die kann auch... Komm zurück. Ja. Anscheinend scheint es sein Gameplan zu sein. Also er weiß irgendwas, was wir nicht wissen anscheinend. Aber vielleicht will er sich damit auch besser positionieren für das, was danach passiert. Also ich weiß nicht, ob Offstage-Springen sich besser positionieren ist, wenn ich ehrlich bin. Nein, das meine ich nicht, sondern nachdem er halt den Gegner gegrabt hat, also es macht halt nicht so viel Sinn, aber warum sollte er es sonst machen, dass er sich explizit immer Richtung Stage dreht und dann wirft? Dass er denn sich so denkt, wenn ich gleich fair machen kann, ist besser, als wenn ich gleich Backair machen kann oder so. Aber das sind aber dann schon wirklich krasse Mindgames. Ja, aber das war es jetzt auch schon. Ja, ich würde mal sagen, weil ich bin wirklich lost hier. Ich weiß nicht, wie dieses Matchup zu funktionieren hat. Ich weiß wirklich nicht, was Donkey Kong machen soll.
wir holen dann Niki mal nach dem Set zu uns kurz. Ja. Und er erklärt uns dann mal kurz, wie das eigentlich auszusehen hat. Was Donkey Kong machen sollte. Genau, was, weil bisher sieht das wirklich painful aus. Painfully impossible. Ja. Aber to be fair, so fühlt man sich eigentlich fast immer, wenn man gegen Niki spielt. Also, okay, also er weiß wirklich etwas, was wir einfach nicht verstehen. Also jetzt wird hier auf jeden Fall... Jetzt wird es ein bisschen sehr wild. Das davor habe ich ja... Er hat es geschafft. Und guck mal, Nana ist tot. Er musste einfach offstage werfen. Wir hatten vielleicht doch recht. Vielleicht. Das erste Mal offstage geworfen und Nana ist einfach gestorben. Wer hätte damit rechnen können, dass das eventuell doch helfen kann. Aber was ist dann die ersten drei Male passiert? Man weiß es nicht. Ist sein C-Stick kaputt? Spielt er mit einem kaputten Controller? Das war einfach der Snapback. Er hat einfach Snapback. Der erste Controller-Input hat er nicht genommen, hat er losgelassen und ist er so Snapback, dass er einfach on stage geworfen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber Niki zeigt uns mal wieder, warum er der beste Spieler Deutschlands ist. Ja. Ihn juckt einfach sein Second Climber nicht. Er sagt, kann ich auch mit einem machen. Ja, das stimmt. Die Sache ist ja auch, wenn man gegen einen Eislammer spielt, es spielt sich halt sehr anders gegen zwei Eislammers als gegen einen Eislammer. Man muss da auch ein bisschen switchen können. So. Ja, ganz, ganz anders. Er kriegt den Grab. Aber hat er Confirms aus? Anscheinend nicht. Ist alles nicht real anscheinend. Nee. Das ist halt... So, Donkey Kong kann ja schon echt krasser Charakter sein, aber ich glaube, gegen Icy's ist da nicht so viel Licht zu sehen, leider. Ja, die Backers, keine Ahnung, sie sind es gerade irgendwie nicht von Niki. Nicht so ganz. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen... Einfach hängen geblieben. Ja, das... Einfach hängen geblieben. Das ist aber vielleicht auch einfach ein bisschen Niki, der sich dann so denkt, ja, ich will ihn jetzt aber schon mit Back-Air-Edge-Garden und nicht anders. Okay. Er macht so kleine so Side-Missions sozusagen. Ja, genau. Manchmal so, wenn er so merkt, so ja, so mega anstrengend, brauche ich mich jetzt gerade nicht. Dann er versucht einen coolen Handoff. Nicht geschafft. Also ich erinnere mich noch daran, dass Niki das letzte Mal in dieser Venue beim Arcadian vor anderthalb Jahren, ja, wo Doubles gespielt wurde, wo jeder teilnehmen durfte, da hat er immer, wenn gewobbelt, also damals war, glaube ich, Wobbel noch illegal, ich bin mich hundertprozentig sicher. Ja. Er hat auf jeden Fall immer geklatscht mittendrin auch. Okay, wie, hä? Ja, er hat die Leute im Wobbeln geklatscht? Ja. Er hat das irgendwie hingekriegt, ich weiß nicht mehr genau. Also aber er hat auf jeden Fall geklatscht dabei. Also ich weiß halt nur damals, man dieses Däumling-Ding, wo Facecam gesehen. Also ich weiß nur, dass Däumling so teilweise damals aufgestanden ist und sich dann einmal gedreht hat beim Wobbeln. Aber wie soll das mit dem Klatschen denn funktionieren? Ja, das weiß ich, ey. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir sicher, es gibt noch Wots davon, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass er immer, wenn gewobbelt wurde, es kann... Also wenn da irgendwer ein Bot hat, dann will ich das bitte sehen. Ich glaube, er hatte mit Kumo... Ich glaube, sie hatten Double ICs gespielt. Er mit Komori zusammen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Komori hat... Weil Komori ja eigentlich auch auf Pika geswitcht ist. Ja. Aber früher Ice Climbers auch gespielt hat. Ich meine, vielleicht war es das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass Niki auf jeden Fall während Matches geklatscht hat. Meinst du, das war dann, wenn Komori gewobbelt hat, dass er ihm den Takt vorgegeben hat? Er hat quasi geklatscht, damit es für Komori leichter ist. Damit es einfacher wird, ja. Das kann natürlich sein. Ist das überhaupt erlaubt? Das klingt mir ein bisschen unfair. Also ich meine, es ist dein Teammate, aber es könnte unter Midset-Coaching fallen. Da muss man jetzt nochmal das Ruleset mal auspacken. Ja, was steht denn genau da drin jetzt? Also zählt Coaching von deinem Teammate bekommen als Midset-Coaching? Das sind die wichtigen Fragen. Wir haben anscheinend ein paar spanische Zuschauer im Chat. Ich glaube auch.
Ja, leider kann ich kein Spanisch. Well, welcome to our Spanish viewers. We are sorry that we don't speak any Spanish. But okay. But Viva la España oder so, keine Ahnung. Viva. Okay, lassen wir es lieber einfach. Bleiben wir beim Deutschen. Okay, okay. So, ich kann so ein paar Sprachen, aber Spanisch leider nicht. Ja. Oh, Niki tot. Es ist even. Da, das braucht er, das braucht er. Zumindest ist Stocks her. Er braucht noch zwei von denen. Und jetzt, oh mein Gott. Geballert. Einfach, oh mein Gott. Weil er war bei so hohen Prozenten, das ja, war optimal. Das war worth it, das war 100% worth it. Oh nein, und aber jetzt kriegt er 40%. Aber jetzt wird er einfach direkt rein. Alter, das ist ein 21-Hit-Kombo. Oh mein Gott. Insane. Das ist ja... Oh nein. Wobbling 2. Wobbling 2 Electric Boogaloo. Ja. Oh. Aber kriege ich mein Geld? Was kriegt er? Er kriegt der Nana. Ja, nein. Ja, vielleicht. Aber es ist nicht worth. Er muss jetzt... Kann man? Das war's. Das war's. Okay, Niki, er hat tatsächlich Niki den letzten Stock jetzt einfach noch runtergespielt. Aber das war schon nicht schlecht von ihm in jetzt im letzten Game, muss man ja sagen. Er hat einmal einen frühen... Er kommt raus, sagt er. Er hat einen guten SD gemacht. So, jetzt holen wir mal den Meister da jetzt schnell zu uns. Schauen mal, was er uns erzählen wird. Ich schaue... Let's go. Ich schaue zeitgleich, ob wir irgendwelche anderen interessanten Sets hatten. Die... Was geht, Leute? Ah, sieht man uns? Ja, man sieht uns. Oh, und die Leute, schau mal, bisschen dunkel, aber schau mal im Hintergrund, ja. Immer noch so schön viele Leute. Alle am Gamen hier. Alle am Gamen. Ja. Niki. Man sieht ja Mike Sono am Reinschwitzen. Kannst du uns kurz erklären, was macht denn Donkey Kong in diesem Matchup am besten? Sein Neutral B aufladen, ja. Und viel schwerer zu treffen sein. Viel Donkey Kong ist viel besser vertikal in seinem Movement. Ja. Und wenn Ice Climbers müssen, irgendwann springen, um ihn zu treffen. Und wenn DK einmal unter Ice Climbers kommt, sind sie komplett direkt. Ja, genau, aber das habe ich mir eben gedacht. Es gibt keinen Charakter, der weniger in der Luft ist als Ice Climbers. Genau, aber DK kann ein bisschen besser campen. Ja. Wenn er sein Neutral B umsonst voll aufladen kann, ist das sehr gefährlich für ICs. Ja. Dann ist DK's Neutral direkt viel, viel gefährlicher. Okay. Und ICs müssen irgendwann vorhalten. Ja, und okay. Und da muss er dann drunter kommen. DK muss früher entweder unter ICs gehen oder früher weiter weg und dann wirklich einmal außen rum und das. Okay. Aber es darf halt nie passieren, dass Ice Climbers genau unter Donkey Kong sind. Ja. Das ist dann gerade andauernd passiert. Ja, also, ja. Also das sah sehr, sehr schwierig aus. Ja, aber war schon. Es ist nicht so schwierig. Also DK hat auf jeden Fall gute Tools auch für das Matchup. Okay, okay. Ah, okay, okay. Dann wissen wir, das Matchup ist nicht komplett unmöglich. Nicht impossible. Nicht impossible. Aber auch nicht possible gegen Niki. Ja, der Junge ist okay. Ja. Niki, ja. Gab schon schlechtere Spiele auf jeden Fall. Ja. Hab ich gehört. Ja. Kannst du mir mal meine Flasche da durchgeben? Die sich hier? Jawohl, das ist meine. Bitteschön. Thank you very much.